Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chinesische TDs. Heute geht es um den M3G FT, der Stufe 3 Panzer. Schaut etwas komisch aus mit der schlechteren Kanone. Wie es mit der besseren ausschaut, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht. Ihr werdet wieder zwei Gefechte sehen. Das erste mit der schlechteren Kanone eben und das nächste dann mit der besseren. Beziehungsweise mit der besten. Ja, wie man schon sehen kann, ist auf einen M3 Steward bzw. auf einen M5 Steward die Wanne. Also da wurde diese sowjetische Panzerabwehrkanone draufgeschraubt. Warum die nicht hinten draufgeschraubt wurde und der Panzer dann mehr oder weniger verkehrt steht, das weiß ich nicht. Würde meiner Meinung nach um einiges besser ausschauen als da vorne irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ja, die Kanone ist relativ gut. Eine 57mm, Schaden 85, Durchschlagkraft 112. Ja, die bessere, also die APCR, hat 85 und 189. Das ist ziemlich gut. Und ja, HE mit 95 Schaden und Durchschlagskraft 29. Ja. Ja, hier Stufe 4 Gefecht auf Himmelsdorf. Mal schauen, ob wir was reißen. Okay, am Hügel haben wir irgendwie keine Gegner. Das ist extrem komisch. Und ja, man sieht es, mein Funkgerät ist noch nicht das Beste, weil da die, da die Verbündeten nicht mehr zu sehen sind. Das Coole ist, die Gun Depression ist relativ gut. Dafür ist die Kanone sehr ungenau. Und noch einen Schuss vom Marder will ich mir auf keinen Fall fangen. Fahre ich darüber und da mal darunter schießen auf den, auf einen, auch auf einen M3. Ja. Nachladezeit 4 Sekunden, das geht. Hier leider versemmelt. Und jetzt zieht er sich natürlich zurück. Fährt aber wieder vor. Nein, und ich verschieße wieder. Aber jetzt habe ich ihn. Blind Kill, sehr schön. Da ist ein Lago. Ja, schaut hoffentlich nicht zu mir. Nicht oder nicht. Der ist mit etwas Wichtigerem beschäftigt. Gibt mir hier die Möglichkeit. Nochmal, also um ihn eins reinzubrettern. Und ihn hier leider nicht rauszunehmen. Stars, M2 Medium. Ich glaube, der hat die Dörp drauf. Das fette Howitzer. Ich fürchte, dass wir die Runde verlieren, weil die Gegner cappen. Jetzt hat er verschossen. Sie wird aber auch nicht mehr aufgehen. Ah, doch, ha! Glück gehabt. Das ist eine richtige RNG-Folge heute. Durch dass die Art geschossen hat und man nicht gesehen hat, dass die Granate von der Artillerie am Boden aufgekommen ist, sondern man gesehen hat halt, das trifft ein Fahrzeug. Habe ich gesehen, ja, da muss er noch stehen und habe es mal versucht. Also Blindshots sind immer gut. Vielleicht gewinnen wir das sogar, wenn das Team jetzt halbwegs kompetent spielt. Und das scheint der Fall zu sein. Ja, runterfahren zahlt sich da jetzt eigentlich auch nicht mehr aus. Das Einzige, was ich noch versuchen kann, ist... Ja. Panzer 2B. Müsste das hinkriegen. Oder kriege ich den von da noch? Nee.
Ja, 261 Schaden. Das geht für ein Dreiergefecht. Hätte mehr sein können natürlich. Aber zwei Kills, beide blind. Das geht. Ah, da wische ich ihn auch nicht mehr. Kann man da rauffahren? Ja, noch nie ausprobiert. Ah, geht nicht. Oder? Nein, geht nicht wirklich. Ja gut, dann war's jetzt hier mit dem ersten Gefecht und wir sehen uns wieder, wenn ich die bessere Gun oben habe. Diesmal auf Greenberg, Stufe 3 Gefecht. Keine Heavies, das ist sehr schön. Dafür sehr viele chinesische TDs, wie man hier am verbündeten Team und am gegnerischen Team sehen kann. Allein 4 M3G. Und bei uns sind es auch 4, also werden von vielen Leuten jetzt gefahren. Bin neugierig, wie lange das noch dauert, bis beziehungsweise wie lange sich das hält, dass bis zu welcher Stufe, zu welchem Tier. Also ich glaube auf Stufe 7 und 8 wird man sie dann schon sehr vereinzeln sehen. Und auf Stufe 6 wahrscheinlich auch schon. Weil die meisten dann bei Stufe 5 oder 6 hängen bleiben. Und dann einfach keinen Bock mehr haben zu spielen oder... oder was weiß ich. Na komm, BT, spotte mal ein bisschen. Wäre sehr nett. Muss ich schon sogar spotten. Ach, der ist sogar nur gebounced. Getrackt. Hat wahrscheinlich kein Rap-Kit mit, oder? Ne? Eine gute Crew hat auf jeden Fall. Oder hat einfach lange gebraucht, um das Rap-Kit zu ziehen. Viele Gegner, da kann man sich gar nicht entscheiden. Zieh mich jetzt hier aber trotzdem zurück. Um nicht vom Panzer 15 beschossen zu werden. Dann vielleicht sogar den den Panzer 3E müsste das gewesen sein rauszunehmen. Einmal. Sehr gut. Die pack auch schon draus. Glaube ich noch die schlechte Kanone drauf. Ja. Ja, hat jetzt trotzdem nicht gereicht. Ich glaube, ich überlebe mit dem Panzer einfach nichts. Also, falls euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr solche Reihen zum Stufe 10 Panzer von zum Beispiel TDs oder von den Schweden zum Beispiel haltet. Weil dann kriege ich vielleicht wieder mal Bock, mit den Schweden weiterzuspielen. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ja, haut rein, ciao.